Ja, hallo meine Lieben, mein Name ist Kerstin Simonet. Ich bin die Autorin der Todbücher und Projekt Menschheit und Channel auch zwischenzeitlich Ra und den Schöpfer. Und ich möchte mich aber vorab von ganzem Herzen bei dem lieben Michael und seinem ganzen Team bedanken, dass ich nochmal die Einladung erhalten habe zu dem erneuten Channeling-Kongress 2020. Ich war ja schon im Jahr 2019 mit dabei. Also ich habe eben am Anfang in den 90er Jahren mich eben dadurch, dass ich von klein auf mit diesen feinstofflichen Welten in Kontakt stehe, ich konnte schon früher unbewusst als kleines Mädchen mit Leichtigkeit mit dem Jenseits kommunizieren. Wusste leider auch, wann meine Omas gestorben sind und konnte das meinen Eltern genau in dem Zeitpunkt dann eben auch sagen, worauf sie mich etwas entgleist angeguckt haben und das war für sie dann nicht so ganz so. Ja, man ist dann irgendwie schon irgendwie ein bisschen unheimlich. Und darüber hinaus war dann auf einmal Tod bei mir. Und er stellte sich vor und er meinte, wir wären verabredet und er meinte, wir würden Bücher schreiben. Wir würden zusammen arbeiten, Bücher schreiben und er nannte mir den Titel Projekt Menschheit und dann dachte ich mir, gut, wo kommt der jetzt her? Wer ist er? Also ich habe mich jetzt auch gar nicht so damit beschäftigt. Ich wusste, der ist irgendwo mal in Ägypten oder so aufgetaucht. Und hier kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr gleichgültig, für welchen Bereich ihr es euer Herz euch zulassen kann. Es ist nur ein Rat, seid einfach offen für alles. Nehmt alles einfach in der Güte eures Herzens an und betrachtet es einfach als Ausdrucksform, die es tatsächlich ist. Erstens mal, es ist ein lebendiger Ausdruck der gütigen Göttin der Materie, jede Tierseele, jede Tiergruppe, alles. Und ich möchte auch noch eins sagen, das Karma-Gesetz wurde in diesem Jahr, also das Karma-Gesetz wurde vor kurzem vom Urschöpfer neu geschrieben. Es hat sich verändert.